Weiter geht's. So. Hallöchen, ihr lieben YouTube-Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde, zu einem weiteren Part am heutigen Samstagabend auf Twitch. Mit euch, mit mir, mit allen lieben Twitch-Zuschauern und natürlich Evoland. So. Evoland, Entschuldigung. Schön Englisch aussprechen, Zocke. Auch wenn du da nicht gut drin bist. Jawohl. So. Wir machen hier weiter. Frisch, fröhlich. Wir sind genesen. Wir sind gesund. Wir sind motiviert. Wir klatschen alles weg. Jawohl. So. Musch. Bravo. 100 Glees und 6 EPs. Runter, rauf. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal runter. Was bist du? Ein Tork. Ich wollte eigentlich schauen, ob das Erz da drüben was gewesen, brauchbar gewesen wäre. Hm. Da kannst du nur heilen, ne? Hm. Du mal angreifen. Vielleicht lernt sie ja mal im späteren Spielverlauf irgendwelche magischen Attacken. 70 Glees und 5 EB-Punkte. Supi! Ich vergesse immer. Wup, 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 wup. Das muss ich jetzt mal 4 machen, ne? Wup, 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 und wup, 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 für die nachträglichen Stufe aufgestiegen. Für Zocker schon mal, er hat Stufe 4 erreicht. Sein Wert für Leben wurde erhöht. Und dasselbe für Alexis, ihr Wert wurde, also der Wert fürs Leben wurde auch erhöht. Sehr gut. Kann man da was mitnehmen? Nö. Was ist denn das? Oh. Freigeschaltet, irgendwo ist irgendwas passiert. Okay, aber wo? Ja. Aber wo? Oh, da haben wir eine Kiste. Freigeschaltet, die Karte Skaven. Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Jawohl. Irgendwo ist was passiert. Jetzt gerade. So, wusch, wusch. Und der gute Zocker ist wieder dran. Jawohl. Ihr habt 120 Glees und 4 EP-Punkte gewonnen. Sehr gut. So. Hm? Ist du was Besonderes? Nö. Oh. Ist das schon der Kristall, den wir suchen? Muss sein, ne? Angriff. Und nochmal. Daneben. Ist wieder super. Und Attacke. Ihr habt 70 Glees und 5 EP-Punkte gewonnen. Jawohl, EP-Punkte sage ich immer. EP. Na du? Ihr habt den Wächter des Kristalls aufgeweckt. Ups. Kefkas Geist. Der hier sieht mächtig aus. Viele Jahrhunderte lang wachte er über den Kristall. Er scheint jedoch von einer bösen Macht verdorben worden zu sein. Vermutlich von derselben bösen Macht, die mein Heimatdorf angegriffen hat. Holen wir uns den Kristall. Wir brauchen seine Kraft, um zu kämpfen. Das ist ein guter Plan. Na dann, Attacke! Und du tust heilen. Ja, bitte. So, bevor... Die Maus ist auch im Weg. Entschuldigung. So, Angriff. Ich merke gar nicht, dass da ein Pfeil war die ganze Zeit. Boss-Animation. Und schon sieht er viel gefährlicher aus. Großartig. Großartig. Zack, brak. Wusch. Wir müssen... Falsch. Halt. Zurück. Wie geht man zurück? Wie geht er zurück? Ich will das nicht. Mist, ich glaube, jetzt stirbt sie weg dann. Ich hätte sie heilen sollen mit einem Trank vielleicht. Magie? Heilen? Bitte? Geht's hinaus? Boah, Glück gehabt. Kann schon aufhören zum Schwitzen. Daneben. Achso, das war ein Schutzschild. Das war ein Schutzschild. So. Und nochmal heilen. Das wäre ganz gescheit. Er hat sie immer auf sie abgesehen. Wieso schlägt der Mädchen so gern? Feiglingeländiger. Bitte nur, weil wir hier wieder mal das schwache Geschlecht sind. Warte nur ab, bis sie Magie casten kann. Richtige. Richtig starke Magie. Dann schaust du dich an. So. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Hm. Nochmal heilen? Ich glaube nicht, ne? Ah, jetzt ist wieder vorbei. Wusch. Einfach warten, okay? Das ist auch mal... Jo, kann man auch
Wieso nicht? Wusch, wusch, jetzt geht's irgendwie schneller, ha? Huh? Ihr habt 400 Glees und 20 EP gewonnen. Bist du narrisch. Die Kraft des Kristalls wurde aktiviert. Oh. Ha, schau. Und wieder haben wir eine Wandlung grafisch durchgemacht. Freigeschaltet, 3D-Modus. Ihr erhaltet eine komplette dritte Dimension. Super. Was für ein magischer Kristall. Und jetzt? Da ist so weiß. Na, Schnecke, geht's dir gut? Die Kraft des Kristalls ist unglaublich. Jetzt kann ich das Böse und mein Dorf, das mein Dorf bedroht, bekämpfen. Jawohl. Um an ihn zu gelangen, müssen wir aber die Noria-Mine durchqueren. Mhm. Danke für eure Hilfe. Ihr seid mein Held. Oh, Schmacht, Schnucki. Kriege ich einen Bussi von dir? Ha, nur eins? Ich habe so ein cooles Schwert. Findest du nicht auch? Was? Was? Ja. Ich war kurz abgelenkt. Edeldahl und eine neue Truhe. Was haben wir denn da? Truhe? Gehst du nicht mehr auf? Obwohl jetzt. Natürlich. Muss man sich jetzt richtig ranstellen. Freigeschaltet. 16-Bit-Musik. Boah, die Musik entwickelt sich auch weiter. Cool. Ah, die Gegner. Schau mal. Jetzt schaut sie schon eher aus. Wie eine Fledermaus, wollte ich sagen. Du bist gemein. Ja, die Gegner dürfen mich nicht treffen, ne? Lala, zum Glück speichert's immer mit nebenbei, weil ich ein Noob bin. Lalila, so ein richtiger Noob. Was ist das? Freigeschaltet, Herzen! Ihr werdet nicht mehr mit einem Schuss niedergestreckt. Das sag einmal, hallo, gehört sich das? Du Sau. Es ist eine Fledermaus. Ach so, drum dachte ich mir schon, das schaut komisch aus, fliegende Schweine. So, gehen wir Wiese mähen. Ich warte nur noch drauf, bis es Münzen gibt. So wie bei Zelda, ne? In den Gräsern und so. Also, halt Rubine halt, ne? Dort. Aber ich meine, hier wird es vielleicht Münzen geben, ne? Weil es doch Glees sind, ne? Die Währung Glee. Freigeschaltet. Ein weiterer Stern. Sehr schön. Wusch. Boah, die Oktopusse schauen jetzt aus, ne? Was haben wir denn da? Freigeschaltet. Die Karte Zumba. Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Das ist Doppelzwilling. Ich möchte da vom Baum naschen. Die Beeren schauen lecker aus. Oder Äpfel, was das sein sollen. La 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 la. Bam bam. Wusch und tschüss. Und du auch. Komm. Was habe ich denn jetzt niedergemäht? Ich glaube, das war ein Gras. Jawohl. Ich sterbe nicht mehr so leicht. So ein Glück. Tralala. Es könnten auch Herzen im Gras drin sein, ehrlich gesagt. Aber das müssen wir wahrscheinlich auch freischalten. Oha. Komm her, du Gratler. Wusch. 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 Boah, das war knapp mit dem Kerl da, ne? Wusch. Wusch. So. Hier ist wieder alles versperrt. Aha. Das schaut schon wieder verdächtig aus. Was haben wir denn da? Eine Truhe. Oh yeah. Eine Truhe. Zack, wusch. Und? Freigeschaltet die Karte Pakun. Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Sehr gut, sehr, sehr gut. Bam, 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 bam. Ich finde die Idee bei dem Spiel ist einfach ein Hammer. Du fängst echt mit 8-Bit fängst an und dann wird es so, ne? Wird es 3D, bis zu 3D, ne? Das ist halt echt, im Zweier geht es genauso, ne? Ich glaube sogar, da kommt sogar noch mehr dazu. Grafisch. Das ist sogar noch eine Ecke. Besser, unter Anführungszeichen. Huch, moderner, so ist es besser gesagt. So. 8-Bit, das kann auch ohne weiteres wunderschön sein. Jo, da, ram, baum. Baum, 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 baum. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehe. Au! Das gehört sich aber nicht, du Gratler. Grausiges Viech. So. Was haben wir denn da? Freigeschaltet. Gepixelte Texturen. So sieht alles der echten Welt schon ähnlicher. Ah. Natürlich. Texturen, ne? Ganz klar. Jetzt hat er mich getroffen. Das hat mich schwer getroffen. Das hat mir wehgetan. Die Sau.
Die stehen nicht unter Naturschutz, diese Viecher. So, das heißt, weg mit dir. Boah. So. Au! Husch! Husch! Jawohl. Bam, 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 bam. Da waren wir, glaube ich, schon, ne? Ja, dann denke ich mal, da oben irgendwie. Oder auch nicht. Gehe ich wieder zurück, ne? Eigentlich. Nein, ich habe mich gerade nicht verlaufen. Na, da war die Truhe. Müsste eigentlich passen. Da unten ist wieder dieser Zeitenstein, ne? Dieser Zeitenfels oder was das ist. Da komme ich nicht vorbei noch, oder? Vielleicht doch. Jetzt, wo wir schon so eine hohe Auflösung haben. Da ist nur dieses Zeugs. Na, na, passt schon. Müsste schon passen da drüben. So ein Sprint wäre halt fein. Wo muss ich denn da jetzt hin? Wo bin ich denn jetzt vorher gegangen, bitte? Verwirrung. Da. Da? Da. Da war die Truhe. Was haben wir da? Ah, jetzt ist er weg. Tatsächlich, schau. Ha. Freigeschaltet, Dimensionsstein passiert. War er schon immer so klein? Ihr seid drüber, weiter und so weiter. Achso, da sind wir. Der Dimensionsstein versperrt den Weg. Versuche es mit einem anderen Pfad. Achso, weil es 2D war, ne? Da war er nämlich ein richtiger Würfel, ein Hindernis und mit 3D ist er halt zusammen. Ne? Also, so. Einfach eine Fliese. Am Boden, mehr nicht. So. Jetzt sind wir wieder da. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Wieso? Warum? Busch, weg mit dir. Du auch. Speichern wäre schlecht. Ah, speichern, speichern. Angenehm. Und du? Was machen wir mit dir? Der geht sicher mit einer Bombe oder so weg. Da kriegen wir sicher noch was. Oder bei Pokémon mit Stärke, genau. Zertrümmern, ja genau, zertrümmern. Mit Stärke konnte man nur den Felsen wegschieben, ne? Husch! Boah, das war knapp. Mei, schaut das schön aus, ne? Brücke und alles. Die Kakteen schauen jetzt auch viel besser aus. Dam, baum. Ich habe aber keine Ahnung, wo wir da hin müssen. Da hat es aber irgendwann noch so einen depperten Stein gegeben, oder? Da geht's dann sicher weiter. Boah, du Fledermaus, ne? Husch, husch. Nein. Ah, da ist wieder was zum Wegsprengen. Husch. Da ist er. Ich habe ihn. Wow, da geht's weiter. Und was haben wir da? Freigeschaltet. Lebensbonus. Monster werfen jetzt kleine Herzen ab, mit denen ihr euer Leben auffüllen könnt. Klar, ist klar. So, du Viech. Zeig mal, ob du ein Herz hast. Niemand. Keiner will mir ein Herz schenken. Wie gemein. Die sind so gemein. Und hier? Freigeschaltet. Kamerazoom. Ihr seht total cool aus, wenn ihr einen neuen Gegenstand erhaltet. Dararara. Das fehlt noch, ne? Jo, wir sind so cool, Mann, ey. Mhm. Oh yeah. Ich will da durch. Hallo? Wieso darf ich da nicht durch? Schaut aus wie so Lücken, ne? Das sind Kisten. Ich will da hin. Wir müssen halt mal zuerst einen Weg lang. Vielleicht kommen wir irgendwie über Umwege dorthin. Servus, Gradler. Ui. Psch, jawohl. So. Go? Wo? Ist hier irgendwas? Das ist auch verdächtig. Da ist gar nichts. Boah, hoffentlich gibt es nicht irgendwie so unsichtbare Gegenstände, ne? Wo sich davor hinstellen musst und draufklicken musst. Oder drücken halt. Die Aktionstaste drücken. Wo bin ich denn da schon wieder? Da, eine Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. Oh, Kiste fein, jetzt bist du mein. Dararara. Freigeschaltet, die Karte Wespe. Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Jawohl. Ne, Wespe, ich bin mir nicht so sicher, ob wir uns darüber jetzt eigentlich freuen sollten. Die sind lästig, diese Viecher. Ein Herz. Hurra, ein Herz, nur für uns. Wusch, wusch und wusch. Was haben wir denn da Schönes? Yeah, ein weiterer Stern, super.
Ich will gar nicht wissen, wie viel ich schon übersehen habe. So. Dusch und wusch. Ja, noch ein Herz. Und, was haben wir da? Freigeschaltet. HD-Texturen. Oh. Feinkörnige Anzeige. Dafür braucht ihr eine gute Grafikkarte. Schön. Ah, oh. Die Noria-Mine liegt im Süden von hier. Wenn wir es schaffen, sie zu durchqueren, erreichen wir mein Heimatdorf. Ich hoffe, hier geht es allen gut. Beeilt euch bitte, mein Held. Sag das nochmal. Mein Held. Sag das nochmal. Mein Held. Oh. Was? Schau, er hat schon rote Backen. Und noch ein Stern. Hurra, sehr gut. Da. Baum, 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 baum. Dü, 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 lü, lü, dü, lü, lü. Ich glaube, da sind wir dabei mal fertig. Dann gehen wir doch ins Heimatdorf von dem Schnuggelhasi, ne? Von dem Mäuschen. Ui, noch eine Kiste. Was haben wir denn da? Dreidimensionale Welt. Supi, die Welt ist nicht mehr flach. Ach, nö. Und die Erde ist jetzt rund, oder was? Richtig. Ach so. Das siehst du mal, ne, wie die sich damals vertan haben. Ha, brauchst du alles 3D machen. Schon ist die Welt rund. Hä, was denn das? Ist da ein Rätsel? Ich stehe drauf. Ah, noch eine Kiste. Freigeschaltet, Mine geöffnet. Jetzt könnt ihr die neue Noria-Mine erforschen. Okay. Da unten irgendwas getan? Nö, ne? Das ist nur... Ja, okay. Eingang und so. Schön, jetzt können wir darauf... Ja, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Was haben wir da? Zerbrechliche Töpfe freigeschaltet. Zertrümmern wir etwas hübsche Keramik. Und Gegner. So. Wusch. Mit einem Herz. Oh, ein Herz für mich. Ein Herz für euch. Huch. Die Tür ist anscheinend verschlossen. Wir müssen einen anderen Weg finden, um sie zu öffnen. Ich zähle auf euch, mein Held. Boah, sag das nochmal. Mein Held. Sag das nochmal. Was? Ja, ich höre schon auf. So, wusch. Wusch. Was haben wir da? Anscheinend will man mir sagen, dass es hier... was? Dass es hier lang gefährlich wird. Ach so, ja. Jo, dann will ich da durch. Ich darf das nicht zusammenhauen. Sau. Ich will da rein. Dann geh mal da rein. Geht auch nicht. Gut, dann wird's ein Rätsel sein. Sesam, öffne dich. Irgendwie? Und die ist auch komisch. Kann man schwimmen? Oh, ich trau mich nicht. Aha, ich sehe schon. Da geht eine Brücke hoch. Seht ihr das im Wasser? Aber wie ist die Frage? Wie? Dann gehen wir doch mal hier lang. Wusch. Was haben wir da? Freigeschaltet. Druckplatten. Aha. Ist wohl nicht gerade Fort Knox. Ja. 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 Wobei, das Gold könnten sie rüberwachsen lassen, oder? Blub. Freigeschaltet. Türmechanismus. Man fragt sich, warum sie überhaupt Türen haben. Ja. Um Spieler zu ärgern. Vor allem mit den dazugehörigen Rätseln. Freigeschaltet. Roter Zauberer. Seine Fähigkeiten, eure Kleidung schnell trocknen zu... Was? Zu trocknen wird euch gefallen. Ja, sicher. Du Gradler. Wo bist denn? Wow. Gradler, 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 Gradler. Hey, da ist ein Sprung in der Wand. Ich brauche Bomben. Ich will Bomben haben. Buh. Was haben wir da? Freigeschaltet. Fallenraum. Hoppla. Vielleicht hättet ihr das nicht... Hättet ihr nicht herkommen sollen. Ja. Und wusch. Und jetzt geht's wieder auf.
Na klar. Blub, was haben wir noch Schönes hier? Freigeschaltet. Ein Schlüssel. Ratet mal, wofür. Für den Keuschatzgürtel von unserer Begleiterin. Bitte was? Nein, für ein Tor natürlich. Hier, schau mal. Freigeschaltet. Skelett. Servus. Er braucht bloß mal eine Umarmung. Okay. 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 Ja. Wusch, wusch. Jawohl, und dein Herz hat uns auch gegeben. Weil wir ihn umarmt haben, natürlich. So. Da ist wieder so eine hübsche Statue. Und noch ein Herz. Ach, wie mich das freut. Noch mehr von denen und dann ist wieder sowas. Kann man die jetzt irgendwie bewegen? Nö. Noch nicht. Was? Ah, jetzt kommt wieder was. Ich sehe etwas im Wasser. In der Nähe muss es noch einen Mechanismus geben. Jo, das im Wasser ist uns auch schon aufgefallen, nur der Mechanismus und so, ne? Warte, was? Schon wieder der Feuermagier? Du kriegst aufs Goschel. Husch, au. Ich will ein Schild haben. Boah, jetzt aber. So ein A, ne? Aha. Freigeschalten, irgendwo ist irgendwas passiert. Schon wieder. Ja, das wird des Öfteren so sein. Ah, und schau mal. Tada! Was haben wir da? Freigeschaltet, Labyrinth. Dieb, läuft immer nach links. Oder war es rechts? Schön! Jetzt ist die Frage, ob es hier weitergeht. Oder... Ich gehe mal nach links. Oder, ob wir nochmal zurück müssen und, die Truhen öffnen sollten, die noch im Wasser mit, also die mit Wasser als Hindernis noch da und so uns versperrt waren. Wow, nicht ins Wasser fallen. Husch. Mhm. Ich glaube, ich werde nochmal zurückgehen. Aus Sicherheitsgründen. Aber da, zuerst holen wir die Truhe da drüben. Also rechts zuerst. Husch, komm, stirb weg. Jawohl. Das war zu viel rechts. Wusch. Wusch und wusch. Jawohl, sauber. Was haben wir da? Freigeschaltet. Ein Schlüssel. Ratet mal, wofür. Hm. Vielleicht für den Kaffeeautomaten. Und was haben wir da? Freigeschaltet. Ein Stern. Sammelt alle versteckten Sterne in Evoland. Supi. Halt. Da ist Wasser. Bam, 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 bam. Daram, di du. Dam, dam. Ich gehe nochmal zurück, weil Schlüssel weiß ich, da oben die Tür und so, ne? Aber nachdem wir den Schalter jetzt schon aktiviert haben, ja, natürlich gehen die halt nicht, ne? So viel dazu, das wollte ich nur kontrollieren. Ich bin ein Kontrollfreak. Türen, Drohnen und so weiter werden immer kontrolliert. Okay, meistens. So, ich glaube hier rauf. Ja, und hier und da. So. Huch, noch ein Skeletti. Zwei Skelettis, wie schön. Na, komm her du, Knochen-Maxi. Oh, schau, wie der sich umdreht, das feige Viech. Au! Ja, so der Wisch in der da. Wusch, jawohl! Sauber! Und Kawusch. Was haben wir da noch Schönes? Freigeschaltet, verschiebbarer Klotz. Sieht schwer aus. Passt auf euren Rücken auf. Man fühlt sich hier leicht verarscht. So. Und? Ihn einfach schlagen oder nach vordrücken? Nach vordrücken, ne? Ja. Wusch. Sehr, sehr gut. Und Kawusch. Und zack. Und zack. Und du auch noch. Komm her. Bam. Immer schön alle Gegner plätten, hat's geheißen. Das machen wir halt. So. Dann würde ich sagen, schieb, schieb.
Ja, das dürften Schalter gewesen sein. Und auch hier, schieben, schieben. Sehr gut. So. Okay. Oh, das dürfte sich wieder um einen Fallenraum handeln. Wow. Au. Super ist das. Wusch, 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 wusch. Wusch, wumms. Na toll. Diese Gratler. Au. Wow. Au. Das ist voll unfair. Hey, au. Au. Hey, ich will das Herz haben. Au. Das Herz wäre nicht schlecht. Sehr gut. Ja, mal schön umkreisen. Wusch. Der nächste ist kaputt. Bams. Au. Bam. Wow. Hallo. Jawohl. Wie gemein. Jawohl, jetzt haben wir. Sehr gut. Was ist da oben eigentlich? Zack. Okay. Ein Topf. Und hier? Freigeschaltet. HD-Interface. Leb wohl, reizende Pixel. Willkommen. Anti-Aliasing? Was? Im letzten Raum gab es jede Menge Monster. Ach. Ich hoffe, ihr seid nicht schwer verletzt. Leider bin ich beim Kämpfen keine große Hilfe. Lasst mich zumindest eure Wunden heilen. Danke, mein Held. Was? Ja, schon gut. So. Da ist... Was hüpft denn da herum? Der hat Panzer und so. Freigeschaltet, Loch. Ein toller Ort, um unsichtbare Monster loszuwerden. Unsichtbare? Aha. Lass mich raten. Ja, das schöne Pfeifgeräusch, ne? Fällst du noch? Ich glaub schon. Freigeschaltet, links oder rechts? Eins von beiden ist eine gefährliche Wahl. Nimm mal links. War falsch. Huch. Au, du Gradler. Hey. Ja, super. Das läuft ganz toll. Au. Wow. Au. Jawohl, der erste ist schon mal besiegt. Au, ich wollte das Herz holen. Wusch, weg ist er. Dann halt rechts. Jawohl. So, da drüben noch irgendwas? Noch nicht. Dann gehen wir noch hier lang. Was haben wir da Schönes? Freigeschaltet, Wirbelwind. Ein sanfter Wind wird euch zur nächsten Falle führen. Großartig. Aber nicht, boah, nicht mit uns, wollte ich sagen, genau. Und der Fall ist schon runter. Eins, zwei, drei, laufen. Warten. Zwei, drei, laufen. Eins, zwei, drei, laufen. Sehr gut. Was haben wir da Schönes? Freigeschaltet, Lichträtsel. Echte Abenteurer müssen stark und schlau sein. Ja, grüß Gott. Aha. Wow. Ja, sicher. Na, ich will euch besiegen. Ich weiß, wie das geht. So rundherum. Aha, ich verstehe schon. Fehler! Wah, wo ist denn da wer? Wusch, der erste ist mal weg. Und der zweite vielleicht auch. Ja, jetzt haben wir Ruhe. So, wo fangen wir denn an? Ah, ich weiß schon. So. Sehr gut. Ist irgendwas versteckt? Da ist noch was. Okay. Und hier. Wusch, wusch. Au.
Au. Blöde Fledermaus. Was haben wir da? Mhm, Stacheln. Stacheln, das ist nicht so gesund, ne? Mit Wind, wow. Und was haben wir da? Freigeschaltet. Ein Schlüssel. Rate mal, wofür? Gut, dann müssen wir zurück, ne? Huch, langsam. So. Und Sesam, öffne dich. Das habe ich ja voll geskillt, oder? Mal speichern ist nicht schlecht. Sehr gut. Was? Oh, au. Was haben wir da? Freigeschaltet. Lava. Die hier verwandelt... was? Die hier verwandelt sich in keine Obsidian. Was? Mhm. Wieder Wind. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Pass auf, wo ihr hintretet. Du bist ja durch die Mine durch, oder? Für dein Heimatdorf und so, ne? Boah, Alter. Wie kann das dann sein, dass sie von diesen Fallen hier nichts weiß? Boah. Okay. Mhm. Boah. Okay. Was haben wir da? Freigeschaltet. Automatisch feuern. Gutes Timing ist der Schlüssel zum Erfolg. Ist das nicht toll? Ist das nicht toll? Aha, da geht's ja nicht. Okay. Wow! Wow, ich bin ein Trottel. Entschuldigung. So. Das... Timing. Okay. Wow. Hui. Ich glaube, so geht's. Jawohl. Nicht schlecht. Und natürlich wieder alles zu. Logisch. Herzelein. Jawohl. Aha. Wow. Wie heißt das noch? Ja, ja. Nervtötendes Geräusch. Super. Ja. Hilfe. Wow. Ich werde gleich verrecken. Wow. Warte, warte. Ich wollte Inventar. Ich wollte einen Trank und so. Ich wollte einen Trank nehmen. Wie gemein. Fortfahren. So, wo müssen wir anfangen? Ah, da oben. Ist klar. Wusch. Apropos. Ich glaube... Okay, mit der Maus ist gleich dann besser öffnen, ne? Inventar oder... Ich hatte gehofft, nämlich wegen Trank und so, ne? Schwert. Wie setze ich dann einen Trank ein? Wir haben schon ein paar bekommen. Du Saufig. Entschuldigung. In dem Fall ist wirklich so. Was jetzt bis da? Jetzt fehle ich die ganze Zeit. Langsam. Schön geschmeidig. So. Hier lang. Da lang. So, schön geschmeidig. So. So, na großartig. So. Boah, Glück gehabt. Natürlich, Pech gehabt. Okay, weiter. So. Jawohl. So. So. Und die Falle. Jetzt habe ich leider nichts mehr zum Auffrischen an Herzen und so. Du sollst sterben, du Mistviech. Echt. Wusch. Langsam. Wusch. Wow. Gradler. Pff.
Ja, erstes Mal weg. Ja, siehe, ist klar. Der ist auch weg mit Herz. Sehr gut. Weitergehen. Ja, großartig. Wow. Ja, das wird lustig. Mhm. Ja, sicher. Perfekt. So. Gibt's hier irgendwas? Da noch? Ja, Herzelein. Und da ist, glaube ich, noch so ein... Okay, es sind noch zwei Gradler. Wow, ich will die erwischen. Du bist ein Arsch. Ja, sicher. Wenigstens... Na. Ja, sicher. Passt, sehr gut. Und noch eine Fledermaus. Wusch, passt. Super. Sehr gut. So, wusch. Jetzt ist die Frage, wo es hier richtig ist, ne? Ah! Okay, jetzt sind wir hier. Okay, da ist wieder gefährlich. Ah, schau mal. Da ist schon offen die Truhe. Also der Weg halt zur Truhe. Yeah, noch einen Stern gefunden. Supi. Dann hier rauf, glaube ich. Ah, das wird so ein Feuerhaini. Na, warte, jetzt bin ich verkehrt. Claro, bin ich verkehrt. Passt. Niedergestreckt. So, meine Nase juckt. Na, komm. Wo geht's denn da dann hin? Bei der Truhe. Ah, ich weiß schon. Ich verstehe schon. Die brüchige Wand. Ah, Alter. Passt, die machen wir auch noch platt für ein Herzelein. Da oben haben wir das geöffnet. War da nur der eine? Aber da müsste noch eine Truhe sein, die mit Wasser und so. Da oben? Ah, Skeletti. Alter. Passt. Noch einer normalerweise? Schaut, die geht nicht auf. Ah. Wow. Also ich dachte, da kommt wer. Kann man die verschieben? Vielleicht die. Oder die vielleicht so? Schaut nicht so aus, hä? Das ist gerade merkwürdig. Das ist gerade richtig merkwürdig. Aber das muss irgendwie gehen. Wollt man noch was lernen? Damit wir das können? Vielleicht? Muss ich nochmal zurückgehen? Tut mir leid. Das wundert mich gerade. Naja. So. Bam, 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 bam. Mal gucken, was wir da haben. Ah, da. Ja, lol. Super. Freigeschaltet, Boss. Türschlüssel. Seid ihr zum Kampf bereit? Okay. Kann man euch bewegen? Na. Vielleicht ist das aber auch erst für später, wenn wir wirklich Wände kaputt hauen können. Vielleicht ist es dann erst möglich, diese beiden Truhen, ich meine, die eine sowieso, aber die im Wasser dann zu holen. Das kommt mir gerade spanisch vor. Aber da ist klar, ne?
Ich meine, es wäre auch möglich, dass wir Verbündete irgendwann mal dazu bekommen. Noch mehr eben, also mehr als wie das eine Mail gerade eben. Und die uns dann eben helfen könnten. Dass die vielleicht als besondere Fähigkeit da was machen können. Ich bin komplett falsch gegangen, ich weiß, aber mir wurmt es gerade. Ich werde da nichts machen können. Zumindest mal fürs Erste. Da ist noch eine. Zwei sind's. Achso, sind beide, ne? Ja, sind beide. Da was wegsprengen und unten was wegsprengen. Sind dann drei insgesamt. Käse. Dann gehen wir in den Bossraum. Wir sind fast genesen. Siehst du da eben? Nochmal spreng, spreng. Da brauchen wir viele Bomben. Was haben wir da? Ja, Herzen. Ganz, ganz wichtig. Die Macht des Bösen vor uns ist stark. Hoffentlich ist es nicht noch ein furchtbares Monster. Vielleicht ist es diesmal ja niedlich. Niedlich und böse, noch die schlimmere Kombination. Da kommt etwas. Hier kommt ihr nicht vorbei. Hä? Hey, das sieht aus wie ihr Zocker. Ist das ein echter Feind oder bloß ein Schatten? Der Schattenlink. Der Schattenzocker. Was auch immer es sein mag, wir haben keine andere Wahl, als es zu bekämpfen. Du bist da, Bild. Der ist OP. Oh! Gewöhnliche Angriffe scheinen ihm nichts auszumachen. Ja, und wie mache ich das dann jetzt? Ah, okay. Mit Bossmechanik. Wow, du Scheißgradler. Wow. Ja, Game Over. Doof gemacht von mir. Okay, verstehe schon. Ja, nochmal. Hoffentlich können wir vom Bossraum anfangen. Nein. Speichern und so, ne? Das muss auf Anhieb funktionieren. Das ist ja mal doof. Das ist echt doof. Langsam. Das ist echt besch. Wow, jetzt. So. So. Wow, falsch was gegangen, ne? Ah, okay. Okay, das zählt alles. Okay, das zählt alles, Gott sei Dank. Gott sei Dank, das zählt alles. Wie schön, wie schön. Trotzdem wäre hier vom Boss irgendwie cool gewesen, wenn es da so einen Speicherstand gegeben hätte. So ein Spieldingens. Kann ich hier was schupfen? Nö. Glaube ich nicht. Scheibe. Puh, Zocki, streng dich an. Du musst das ohne Fails schaffen. Ha! 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 Da kommt etwas. Yeah. Ja, bla bla bla. Jawohl. Und den Rest müssen wir einfach ausweichen. Wow. Wow, natürlich trifft's. Du Dreck. Au!
Ha! Trifft doch! Oh, er explodiert. Haben wir es geschafft? Yay! Hammer! Hm? Supi, das war der Schattenlink. Wesentlich einfacher zu besiegen als in Ocarina of Time. Aber, ja. Herzen, Gott sei Dank, Herzen. Super! Nein, ich bin voll zufrieden. Haut gut hin. Sehr gut, dann gehen wir mal da weiter. Können wir speichern, bitte? Was haben wir da? Freigeschaltet, legendäres Schwert. Sieht schwer, aber dafür sehr cool aus. Erinnert es euch an einen alten Helden? Das Buttermesser. Final Fantasy VII ist das, glaube ich, ne? Oder? War das Final Fantasy VII? Der hatte doch auch so ein Buttermesser, oder? So ein breites Langschwert. Ich spüre frische Luft von draußen. Ich glaube, wir haben den Ausgang der Noria-Mine erreicht. Schnell zu meinem Dorf. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Wie schaut's zeitig aus? Haben wir noch Zeit. Alles gut. So, was haben wir da Schönes? Freigeschaltet 3D-Kämpfe. Halte durch, bis die vierte Dimension eintrifft. Die wünscht man sich wirklich schon sehr lange, ja? Das ist wohl wahr. Boah, cool. Abidia. Cool. Das schaut echt schon toll aus. Ihr habt 100... Boah, das Messer ist stark. Was? Ihr habt 120 Glees und 5 EP gewonnen. Zocker hat Stufe 5 erreicht. Wup, 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 wup. Sein Wert für Angriff wurde erhöht. Und dasselbe. Wup, 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 wup für Alexis. Nämlich der Wert Verteidigung wurde erhöht. Großartig. Haben wir hier irgendwas? Gegner? Drei gleich. Pilze? Aggressive Pilze? Steinpilze? Dabei sind die so köstlich in der Suppe. Ah, das sind die Zumba. Okay. Wusch. Magie. Hat sie schon was? Heilen wäre nicht schlecht. Jawohl, sehr gut. Und Angriff auf dem Schwammerl. Und die halten was aus. Muss bedenken, wir mit unserem mega mächtigen Riesenschwert hier. Wusch. Es gibt ja mehrere Helden, die so, ja, sagen wir mal, die gut in Zweihandschwert kämpfen und so sind, ne? Ich erinnere nur an Fire Emblem, den großartigen Ike, der gleich mal mit zwei Händern ohne Probleme pandieren kann, ne? Ihr habt 320 Glees und 15 EP gewonnen. Mist, oh Scheiße, das hat sich ausgezahlt. Das hat sich ausgezahlt. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehe. Was bist denn du? Eine Riesenschildkröte. Aduin. Eine Riesenschildkröte. Ich muss mich heilen. Hoffentlich bringt die uns nicht um. Lala. Sie heilt eh großartig, muss man sagen. Das erste Schwammerl ist einmal besiegt. Jo, greif mal an. Das zweite Schwammerl ist besiegt. Sie tut wieder heilen. Auf alle Fälle. Und Attacke. Auf jeden Fall wieder heilen. Ich will den Kampf nicht verlieren. Da gibt es sicher viele EP-Punkte und auch Glees. Glees. Daneben auch noch. Jawohl, super. Ihr habt 400 Glees und 18 EP gewonnen. Bist du gescheit? Das gibt schon was. Also, da können wir trainieren gehen. Oder so. Und da haben wir wieder eine Biene. Na, eine Wespe, ne? Eine Wespe und ein Schwammerl. Und heile bitte. Bravo. Und tschüss. Ihr habt 220 Glees und 10 EB gewonnen. Supi. Ich habe keine Ahnung, wo wir da hin müssen. Das ist so groß hier. Schau, ich bin schon 20 Mal neben vorbeigelaufen. Und wieder Angriff. Sauber. Und heilen, bitte. Weil die Gute kriecht schon am Zahnfleisch daher.
Einmal. Nein, ich weiß immer nicht, wie man rückwärts, wie ich das wieder zurücknehmen kann. Pech gehabt. Nicht kaputt. Schäm dich. Einmal heilen ist noch drinnen. Und Attacke. Wir haben 320 Glees und 15 EP-Punkte bekommen. Und wup, 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 wup. Zock hat Stufe 6 erreicht. Sein Wert für Verteidigung wurde erhöht. Und wup, 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 wup für Alexis. Ihr Wert für Magie wurde erhöht. Das freut uns. Trotzdem würde ich gerne... Aha. Ich glaube, wir haben das Dorf gefunden. Abidia. Und zweimal Zomba. Zomba. So, Attacke. Und nochmal heilen, bitte. Jetzt bin ich da mal zufrieden. Jetzt können beide angreifen. So, der ist mal weg. So, wusch. Und wusch. Die Gute tut wieder heilen. Sehr gut. Und wir greifen an. So. So, das war's. Bravo. Ihr habt 320 Glees und 15 EP gewonnen. Super. Dann schauen wir doch mal nach, was wir hier haben, oder? Freigeschaltet, vorgerenderte Hintergründe. Eine neue, viel detailliertere Art der Darstellung. Boah, jetzt schaut's echt schon viel schöner aus, ne? Ich glaube, jetzt haben wir schon, jetzt könnte man sagen, Final Fantasy 9 Grafik, würde ich jetzt mal sagen. Oh. Endlich sind wir zurück. Hoffentlich geht es allen gut. Ich bin froh, dass das Dorf nicht von der Ödnis verschlungen wurde. Reicht die Kraft des Kristalls aus, um uns zu retten? Ja, hoffentlich. Auf jeden Fall tun wir mal speichern, zum Beispiel Flotti. Servus. Willkommen in Aogai. Unser Dorf stand einstmals in voller Blüte. Und jetzt schaut es euch bloß an. Der Mana-Baum schützte einst das ganze Land. Doch jetzt ist etwas Mächtiges zur schwarzen Zitadelle zurückgekehrt und hat den Mana-Baum befallen, um die Ödnis zu verbreiten. Ich fürchte, bald wird ganz Aogai verschwunden sein. Und damit ist es nicht zu Ende. Schöne Aussichten. Nicht. Können wir hier rein? Können wir hier rüber? Darüber geht. Wird geladen. Mit CD. Ist das niedlich? Ach Gottchen, hallo. Ich habe in letzter Zeit beunruhigende Gerüchte gehört. Man sagt, dass selbst der heilige Hain im Süden der Verderbnis anheimgefallen ist. Das war solch ein wunderschöner, ruhiger Ort. Da bin ich immer mit meinem Schatz hingegangen und haben dort Picknick gemacht, ja? Wenn das stimmt, fürchte ich, es gibt keine Hoffnung mehr. Oh, nie wieder Kirschkuchen mit Kaffee mit meinem Schnucki. Ach, wie schlecht ist die Zeit geworden. Ja, furchtbar. Oh, da haben wir etliche Kisten. Freigeschalten, unruhiges Kind. Er rennt den ganzen Tag lang herum. Hallo, alles okay? Herumzurennen ist wirklich anstrengend. Ich würde lieber mit Feuerwerk spielen. Ein Schmetterling. Der jagt einen Schmetterling hinterher. Freigeschalten. Kartenspieler. Seid ihr spielbereit? Ich habe keine Ahnung, was es da geht. Ich liebe Doppelzwilling. Nicht nur das Spielen selbst, sondern auch der Suchen nach Karten. Jojojo. Die meisten sind zwar ziemlich leicht zu finden, doch die allerbesten sind gut versteckt, mein Lieber. Jojo. Nur zu gerne würde ich eines Tages einen kompletten Satz sehen. Jojo. Und du? Ja, was auch immer passiert, ne? Wir dürfen nicht verzagen. Jo. Wenn ihr auf eine nette Partie Doppelzwilling aus seid, seid ihr bei mir goldrichtig. Ja, probieren wir es doch mal. Die Spielregeln bitte. Jo, also pass auf. Jeder Spieler, ne, beginnt mit 5 Karten, die willkürlich aus seinem Stapel gezogen werden. Jo, genau.
Die Spieler platzieren reihum Karten auf dem Brett, bis es voll ist. Ihr könnt Karten des Gegners aufnehmen, wenn ihr eine Karte mit höherem Wert entsprechend daneben platziert. Der Spieler mit den meisten Karten für seine Farbe gewinnt das Spiel. Der Master, oder? Final Fantasy 9? Was auch passiert, wir dürfen nicht verzagen. Ja, ich möchte es einfach probieren. Der Master. Final Fantasy. Final Fantasy 9. So, probieren wir es mal. Ja, jetzt gehört sie uns. Ihr gehört jetzt ihm leider. Da wären wir jetzt da. Was haben wir noch ganz Starkes? 5, 5, 3. Die ist eine Joker-Karte sozusagen. Da werden wir die herplatzieren. Aha. Aha. Du Gauner. Da werden wir die daher tun. Es ist halt eine ganz einfache Vision von dem, ne? Gut. 5-5. Würde ich sagen, hierhin. Yeah, wir haben gewonnen. Supi. Ich habe ein gutes Gefühl bei diesem Spiel. Ich möchte es nochmal versuchen. Freigeschaltet, Kartenspieler, ihr habt eine Runde Doppelzwilling gewonnen. Was? Das konnte ich jetzt nicht lesen. Entschuldigung, so schnell war ich jetzt nicht. Versucht es noch einmal. Echt wahr? Muss ich? Müssen wir echt? Nö. Kein Bock dabei, danke. Da ist ein Brunnen. Können wir draus trinken? Nein. Können wir hier rein? Noch nicht. Was haben wir da Schönes? Freigeschaltet. Teurer Händler. Es gibt doch immer Leute, die von einer Krise profitieren. Heutzutage findet man nicht leicht Zubehör. Ich habe dennoch eine günstige, solide Ausrüstung erstanden. Na, dann zeig mal, was du hast. Bist du Depp? Das Dreifache. Eine Silberrüstung. Schneller DVD-Player? Was? Dass die Ladezeit nicht so lang ist oder so? So was, auf das denken die auch? Ja? Wir müssen dann für YouTube schnell mal den Part beenden. Warte. Warte mal, Gnädigste, du bist eh noch länger da. Wir machen für YouTube jetzt Pause. Und starten dann gleich die nächste YouTube-Aufnahme. Ihr lieben YouTube-Leute, vielen lieben Dank wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim und sehen uns auch beim nächsten Mal. Tschüssi!